Ich hab's ewig nicht mehr gespielt, aber sie ist so fucking cool. Oh, weg hier. Okay. Das, falls ihr euch fragt, was das hier ist, das ist Reflex. Ein Arena-Shooter, wie er im Titel steht. Und verdammt eigentlich gut ausbalanciert, hält sich schön an die Klassiker namens Quake und Co. Und ja. Supertracket! Oh mein Gott! Die sind echt gar nicht übel. Warum steht denn da nicht Schleuder? Ich dachte, kommst du schön chillig Server rein, denkst dir so nix dabei, hauen, bringt eh nix. Die Jungs, pass drauf, die Jungs. Oh. So. Allerdings ist dieser Shooter auch schon eine Weile alt. Und er ist eigentlich ziemlich günstig. Obwohl, so alt ist er gar nicht. So. Es ist jetzt nicht die Grafik in Person oder so, aber eben halt, der Shooter ist halt auch nicht, sagen wir mal, das Beste vom Besten, was man jetzt kennt, was den aktuellen Stand von seinen Ressourcen her ankennt. Aber der Support läuft und alles, Steam Workshop. Ich feiere den Shooter hier ganz kräftig und ganz ehrlich, Leute, was soll das? Dieser Shooter hier läuft von der Community her besser und in meinen Augen wieder sogar besser aus, abgesehen. Oh, Entschuldigung, da. Ich habe gerade eben erst gegessen. Der Shooter funktioniert einfach besser als Quake. Er fühlt sich nicht schwammig an, es läuft schnell, ich kann hier ab, aim, alles. Und das ohne ein Pay-to-Win-System oder ähnliches. Kann mir mal bitte einer erklären, warum ich dann 60 Euro für ein fucking Quake zahlen soll? Das einzige Problem, was dieser Shooter hier hat, ist, keine Sau hier drin ist. Genauso wie in Toxic oder vielen anderen Shootern. Und ich kriege gerade kräftig auf die Glocke. Ich habe bisher keinen einzigen Kill gemacht. Ich meine, ist das... Ich krieg hier gerade echt kräftig auf die Straße. Hier ist keine einzige Waffe. OP, nichts. Für alles, was ihr hier habt, bekommt ihr einen gewissen Skill. Und den müsst ihr euch erarbeiten. So, also ähnlich wie in Counter-Strike. Und nicht so wie in Doom, der hier mit den Mikrotransaktionen mehr Zeit gewinnt. Und der Typ um die Ecke. Ich hab mal einen Kill gemacht, yeah. Ja, abhauen hier. So, hier kannst du auch nebenbei Bunny hoppen. Alles funktioniert. Alles schön. Cool. Tap. Auf da. Oh, und da war das Spiel vorbei. Nein, aber ich wollte euch einfach mal diesen Shooter zeigen. Weil ganz ehrlich, erklärt mir mal, warum ich 60 Euro und ich hab's mir vorbestellt und bin eigentlich schon dabei, zu sagen, bestell's lieber nochmal ab. Warum soll ich bitte für einen Shooter 60 Euro zahlen, der mir dermaßen auf seine Wurzeln scheißt? Das ist kein Arena-Shooter und das kann mir auch keiner erzählen. Weil, ganz ehrlich, oder was soll ich dazu noch sagen? Hier wird bei Doom ganz ehrlich nur auf die Effekte gehauen. Und das irgendwie alles halbwegs cool aussieht. Die Steuerung funktioniert nicht. Also was heißt, sie funktioniert nicht? Sie fühlt sich einfach nur falsch an. Nebenbei fehlen gewisse Skills wie das hier.
Es fehlt eigentlich alles, was ein Arena-Shooter in diesem Game ausmacht. Fehlt einfach. Aber nein, das ist ja scheißegal, weil wir uns den aktuellen Dings anpassen. Den aktuellen Shooter-Genre. Wir wollen ja unbedingt so sein wie Call of Duty und hast du nicht gesehen. Oh Bullshit, das braucht kein Mensch, weil Call of Duty in meinen Augen immer noch der schlechteste Shooter der Welt ist. Jedenfalls von den AAA-Titeln, wo ich nicht verstehe, dass das irgendwie immer noch ein Indie-Titel ist, wie er früher einmal war. Oh, habe ich den doch noch erwischt? Ich brauche Skill. Ich muss zielen. Oh Scheiße. Ich muss abgehen. Und das schon mit Vorausdenken. Habt ihr das gesehen? Das habt ihr bei Doom nicht. Weil da kommt es nur drauf an, wie ihr den Typen am besten mit der Schrot in die Fresse haut. Hier funktioniert das nicht. Das hier ist ein Arena-Shooter, wie er im Buch steht. Warum? Also wollte ich mir Geld dafür kaufen, einen viel schlechteren Titel zu kaufen. Jo, hat er mich noch gekriegt? Krasser Typ, Alter. Er spielt echt nicht schlecht. Hier, ich muss vorausdenken, was ich als nächstes mache. Ich muss darüber nachdenken. Also, bei dem aktuellen muss ich nur hingucken. Muss ich nur drauf gucken, wie der am besten springt, weil ich bin gerade 10 Minuten in der Luft. Ah, hat er mich doch nur erwischt. Der Rüsselgarten, geil, cooler Schaf. Hier kannst du das abfeiern, wenn du dich kriegst, weil das überzeugt einfach nur. Bams, habt ihr das gesehen? Voll Treffer. Und dann holt er sich die rote Rüstung und holt sich erstmal den sicheren Sieg natürlich damit. Ja, das ist einfach schwierig. Ich meine, den Spiel jetzt überzeugen, schlecht, ja, definitiv. Aber es macht mir trotzdem Spaß, weil ich weiß, dass dahinter kein Cheat oder sowas steckt. Weil ich weiß, dass die Jungs es können. Oder halt, weil es nicht daran liegt, weil das Game einfach nur schlecht ist. So wie das aktuelle Doom. Also, wer kann ich das schon nicht sagen? Oder googelt bitte mal den Shooter Toxic. Genau so ein Fall. Geiler Shooter, der wirklich darauf setzt, Arena-Shooter und viel, viel mehr zu sein. Da ist Call of Duty alles drin, aber viel, viel verbessert. Ich kann euch gerne nochmal den unseren YouTube-Link dazu in die Videobeschreibung packen. Und ganz ehrlich, ihr werdet merken, so geile Shooter für viel, viel weniger Geld. Ist das LOL? Nein, weg aus der Kiste! Ich glaube, die Runde hat immer gewonnen. Das ist immer noch das Warm-up. Das beweist Skill. Das ist ein Arena-Shooter. Boah, sowas macht Spaß. Sowas ist gut. Da fühlt man sich so richtig lebendig bei, wenn man den Typen dann erwischt hat. Da hat er sich die rote Rüstung geholt. Dieser Penner, ey. Hat er nicht hängen geblieben? Oh,
Lack. Aber lasst euch das bitte mal durch den Kopf gehen, worauf ihr bitte im Moment steht. Ich meine, ich habe es immer noch nicht verstanden, warum Leute immer noch Call of Duty spielen. Okay, mittlerweile hat der Spieler einige Fragen durchgenommen und hat ein bisschen auf die Community gehört. Aber trotzdem, er klaut immer noch bei vielen anderen Dingen, die bei anderen Spielern sehr viel besser funktionieren. So. Nichtsdestotrotz, hier brauche ich mehr als nur den, hier kann ich mit viel mehr durch die Gegend laufen als den Rocket Launcher und töte erst dann so richtig. Hier kann ich einen Missilegun nehmen. Ja, ich weiß. Das ist ein Schuss. Naja, ich bin beende das hier, weil es Warm-up ist, aber lasst euch bitte mal das durch den Kopf gehen mit Doom. 60 Euro für etwas, was bei anderen Spielern erstens vom besseren Support her abweist und von, also was besseren Support hat, nebenbei Steam Workshop. Ihr kriegt es gratis. Guckt euch Unreal Terminal an. Guckt euch Toxic an, guckt euch Ratzt an, guckt euch hier Reflex an. Das sind Shooter, die viel weniger kosten, nebenbei so viel mehr bieten als, oder Quake Live, teilweise auch. Und es, ihr bemerkt diese Shooter nicht mal. Also bitte für alle Arena-Shooter-Fans da draußen. Gebt euch es einfach mal, gebt diesem Spiel eine Chance und ihr werdet merken, wenn ihr es dann nochmal mit Doom versucht. Okay, komm ich mir verarsche. Den kalten Teller tun. Und da hat Tim, wirklich, ich wollte das Doom-Video bereits machen, aber der Herr von all der Fail Games war leider schneller und hat eigentlich mir aus der Seele gesprochen. Ihr könnt euch ja bitte mal auf unserem Twitch-Kanal, das kann ich so leider nicht verlinken, mein Doom-Let's Play angucken. Da werdet ihr merken, wie ich mich darüber aufrege, weil es einfach kein Skill besitzt. So, hier muss ich mich reintrainieren. Hier muss ich arbeiten. Das ist ESL in meinen Augen. Was ist Sport? Aber jetzt beende ich das Video wirklich. Ich bin euer Anubis und sag bis zum nächsten Mal. Da ist eure Rüstung.